Das besondere Exponat. Im Depot Purströer Gelenau stellt dessen Leiter Michael Schuster einen Neuzugang vor. Hinter mir befindet sich ein wunderbarer Neuzugang, eine Leihgabe eines großen Bergaufzuges nach dem Reglement um 1830, das heißt der Uniformordnung um 1830 der Berg- und Hüttenleute. Sie marschieren hier vor einer historischen Kulisse, die verschiedene Szenen aus dem Montanwesen zeigt, sowohl Schmelzhütten, Fundgruben, Huthäuser und ähnliches, auch eine Wäsche ist zu sehen, und vor Häusern, die der Häuselmacher aus Rechenberg-Bienenmühle gefertigt hat. Und wir sehen Zinnfiguren, die von Kurt Wolf aus Chemnitz stammen. Er hat sie originalgetreu nach Vorbildern aus der Literatur gestaltet, und sie marschieren hier auf zu einer großen Parade, und wir sehen alle Berufe, die es im Montan- und Hüttenwesen, im Berg- und Hüttenwesen gibt. Sie sind hier dargestellt als Beschreibung. So sehen wir eben die verschiedenen Gewerke aus dem Bergwesen. Wir sehen dann die Bergakademie mit ihren Akademisten und die Bergschüler mit ihrer Fahne, bevor es dann weitergeht zum Schmelzwesen, die Seigerhüttenarbeiter, die Silberhüttenarbeiter, aber auch solche Gewerke wie Schwefelhütte, Blaufarbenwerker, Vitriolarbeiter und Arsenikarbeiter sind hier zu sehen. Ein wunderbares Stück, es wird ein Begleitheft dazu geben, was die Entwicklung der Arbeitstracht aus dem Reich 1470 bis um 1830 darstellt, also der Wandel vom Arbeitskittel mit Haube, mit Fahrhaube bis hin zur Uniform. Wir hoffen, dass dieses Objekt unseren Gästen gefällt und wünschen natürlich eine wunderbare, gute Saison. Tellerhäuser hat im Kreuzungsbereich Oberwiesenthaler Straße Abzweig am Grenzhang einen kleinen zentralen Platz. Sommers wie winters lässt sich da manches entdecken. Frisch restauriert zeigt sich eine dunkel lasierte Skulptur aus Eichenholz des Pöhlauer Künstlers Gotthard Richter. Dargestellt sind ein alter Mann, eine Frau mit einem Tragekorb sowie ein Kind. Das Kunstwerk steht bei einem nachempfundenen Stollenmundloch. Das soll an die Entstehung des Ortes erinnern. Tellerhäuser ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn und liegt bis mehr als 900 Meter über Normalnull. Im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg ist ein stark in die Jahre gekommener Nachkriegszweckbau verschwunden. Zwischen Lokschuppen und Sozialgebäude befand sich bis dahin eine alte, hölzerne und wenig ansehnliche Baracke. Die war mit dem Ausbau des damaligen Bahnbetriebswerkes zu Beginn der 50er Jahre als behelfsmäßige Werkmeisterstube und Gerätelager entstanden. Nachdem die Eisenbahnfreunde das Gelände 1992 übernahmen, diente das damals noch vorhandene und schon längst am Ende seiner Nutzungsdauer angelangte, leerstehende Gebäude zunächst als dringend benötigte, überdachte Lagerfläche für witterungsempfindliche Gegenstände. Von Anfang an arbeiteten die Vereinsmitglieder jedoch auf den Abriss des dennoch weitere 29 Jahre bestehenden ungeliebten Provisoriums hin, dessen Zustand sich trotz Reparaturen immer weiter verschlechterte.
Ernst Lissauer. Januar. Ich bin erwacht aus toter Winterruh. Es taut mein Blut, lang war es zugefroren. Die Adern rinnen, offen stehen die Poren. Ich spüre tief, es geht dem Frühling zu. Klar fließt in mir Licht Januar. Es wächst der Tag, es schwillt das Jahr. Sie wollen wissen, wo Sie diese Pyramide in Form eines Baumes finden können? Seit einem Vierteljahrhundert in Rittersgrün. Die Rittersgrüner Pyramide mit ihren vier Tellern drehte sich erstmals am ersten Advent 1996. Entstanden war der weihnachtliche Blickfang auf Initiative des Rittersgrüner Erzgebirgszweigvereins. Die Heimatfreunde waren sich Mitte der 1990er Jahre einig, dass eine Pyramide das Ortsbild bereichern kann. Eine Arbeitsgruppe wurde ins Leben gerufen. Diese bezog beim Pyramidenprojekt breite Teile der Einwohnerschaft mit ein. Verschiedene Modelle wurden im Ort vorgestellt. Die Konzeption für die letztendlich entstandene Pyramide wurde im August 1995 von den Gemeinderäten bestätigt. Seit gut 25 Jahren hat Rittersgrün ein Kleinod, das zu einer Rast in der Ortsmitte einlädt. Denkmal gesetzt. In Günzdorf wurde zum Gedenken der 7 gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1930 ein Ehrenmal errichtet. Gestaltet wurde das Denkmal nach den Plänen des Thalheimer Architekten Fleischer. Das Geld zur Errichtung dieses Ehrenmals wurde von den Hinterbliebenen der Opfer und der Bevölkerung gespendet. Zur Einweihung trug das Kriegerdenkmal die Inschrift: Sie gaben ihr alles, ihr Leben für uns. 1994 wurde das Kriegerdenkmal umfassend saniert. Zwei Steintafeln tragen heute die 19 Namen aller gefallener Günzdorfer der beiden Weltkriege. 1998 wurde das Denkmal von Dieben heimgesucht. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde das Ehrenmal geschändet und der bronzene Adler gestohlen, der bis dahin mit seinen breiten Schwingen über den Toten wachte. Dieses Ereignis sorgte bei der Bevölkerung für großes Entsetzen und Unverständnis. Bis heute fehlt vom Adler jede Spur. Im Jahre 2000 wurde durch die Kunstgießerei Döhler aus Sosa ein neuer Adler angefertigt und auf dem Denkmal platziert. In Schwarzenberg wird sich der Anblick des Bereichs gegenüber der Stadtschule wesentlich verändern. Nachdem der Stadtrat im März 2021 die Vergabe der Leistungen für den Neubau des Parkhauses beschlossen hatte, geht es in diesem Jahr los. Unsere Bilder zeigen den Bereich kurz vor Beginn der Arbeiten. Ab 17. Januar wird der Bereich mit Bauzaun abgesperrt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Nutzung des Forstparkplatzes nicht mehr möglich. Während der gesamten Bauzeit ist von einer halbseitigen Sperrung der Erlaer Straße auszugehen. Diese beginnt Ende Januar und ist verbunden mit der Verlegung der Bushaltestelle sowie einer geänderten Fußgängerführung. Zuerst werden die im Baufeld erforderlichen Baumfällungen vorgenommen. Der Beginn der eigentlichen Baumaßnahme ist für Ende Februar 2022 vorgesehen. Aus jetziger Sicht ist vorgesehen, Ende Juni mit der Montage des Parkhauses zu beginnen.
Der Abschluss der Montage soll bis Ende September erfolgen. Anschließend stehen der Innenausbau, Fassadengestaltung und Ausstattung auf dem Plan. Zielstellung ist die Fertigstellung des Parkhauses bis Ende 2022. Die Auftragssumme beträgt knapp 3,6 Millionen Euro netto. Dabei handelt es sich um Eigenmittel der Stadt Schwarzenberg. Aus dem Erzgebirgsalmanach. 18. Januar 1997. Vor 25 Jahren wurde in Schneeberg das bekannte, 1908 eingeweihte Dr. Kurt Geithner Bad nach umfangreicher Rekonstruktion wiedereröffnet. Wir haben seinerzeit berichtet, dass bereits am ersten Tag zahlreiche Badegäste ins neobarocke Gebäude gekommen waren, um der Januarkälte zu entfliehen und sich in der angenehmen Atmosphäre des Bades zu erholen. Bei der Neugestaltung des Geithner Bad wurde versucht, den ursprünglichen Jugendstilcharakter zu bewahren. Details wurden im Einzelnen liebevoll restauriert. Die Gemeinde Burkhardsdorf hat rund 6.100 Einwohner und einen Polizeiposten. Der ist neuerdings im Pestalozzi-Haus in Meinersdorf zu finden. Bürgermeister Jörg Spiller und der Leiter des Polizeireviers Stolberg, erster Polizeihauptkommissar André Regner, haben die schon seit dem Herbst des vergangenen Jahres genutzten Räume am 13. Januar nun auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Polizeihauptmeister Gunnar Heckel und Michael Rey haben hier als Bürgerpolizisten für Burkhardsdorf, Gornsdorf und Auerbach bzw. für Jahnsdorf und Neukirchen ihre Diensträume. Das Pestalozzi-Haus war bis zum Schuljahr 2013/14 das Domizil einer gleichnamigen Grundschule. Später wurde das kommunale Gebäude zum Vereinshaus umfunktioniert. Unter anderem mit dem Büro der Ortsvorsteherin, einem Jugendclub, der Bibliothek und einer Tagespflege nebenan ist ein Ort des geselligen Lebens entstanden. Da passt der Polizeiposten gut dazu, ist doch der Kontakt zu den Einwohnern ein wichtiges Anliegen der beiden Bürgerpolizisten. Wie Bürgermeister Jörg Spiller zur Einweihung des Polizeipostens erklärte, wurden zuvor 191.000 Euro investiert, davon 117.000 durch den Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement. Der Rest kam von der Kommune. Deren Bürgermeister freut sich über die Polizei im Ort und die über verbesserte Arbeitsbedingungen für ihre Bürgerpolizisten. Entdecken Sie Rosaxan, wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.